Hier in der Restaurantküche in Deidesheim in der Pfalz gibt es ihn längst, den Job-Turbo. Das Team, größtenteils ukrainisch, auch Kellner Ernst. Ich glaube, jeder hier muss zügig arbeiten, Steuern zahlen, um auch Dankbarkeit zu zeigen. Dafür, dass Deutschland uns hier ein normales Leben ermöglicht. Aber viele ukrainische Geflüchtete machen erst Sprachkurse, verharren im Bürgergeld, Milliardenkosten für den Haushalt. Das Urteil des Bundesrechnungshofs ernüchternd. Hohe Ausgaben, lange Zugangs- und Wartezeiten, mehr als die Hälfte erfolglos. Es wird höchste Zeit, dass Deutschland mal unkonventionelle Wege geht. Immer dieses Bürokratische und dieses Saubere, erst ein Sprachkurs, dann arbeiten gehen. Es gibt so viele Jobs, da kann man auch während der Arbeit Sprachkurse machen und man lernt auch die Sprache viel besser, wenn man arbeiten geht. Deswegen sollte das so schnell wie möglich passieren. Der Arbeitsminister unter Zugzwang. Kurskorrektur. Deshalb starten wir jetzt in der zweiten Phase einen Jobturbo. Mit dem Jobturbo haben wir also die Weichen jetzt richtig gestellt, dass wir den Jobturbo zum Erfolg bringen. Promotion-Tour für den Jobturbo diese Woche. Der Arbeitsminister besucht Ukrainerinnen, die in einem Supermarkt arbeiten. Viele Arbeitgeber sind längst auch bereit, bei den Sprachkenntnissen Abstriche zu machen. Aber es braucht auch tatsächlich Kinderbetreuung für die vornehmlich ja auch Ukrainerinnen, die hier sind, die dann tatsächlich auch mehr Möglichkeit hätten zu arbeiten. Deutsch soll nun also verstärkt berufsbegleitend erlernt werden, die Jobcenter mehr Druck machen. Doch noch hat der Turbo nicht recht gezündet. Ich bin nicht zufrieden. Während in Deutschland nur 20% der ukrainischen Geflüchteten arbeiten, sind es in Dänemark 46%, in Großbritannien 61%, in Polen 65%. Warschau. Auch schon vor dem Krieg gab es hier eine größere ukrainische Community. Das hilft bei der Integration der Geflüchteten. Auch die Sprachen sind sich ähnlicher. Doch auch die geringere finanzielle Unterstützung der Ukrainer spielt eine Rolle, dass so viele von ihnen arbeiten. Sie sind gezwungen, denn die finanzielle Unterstützung reicht einfach nicht aus, um sich selbst zu versorgen. Irina Lisowska hat in der Ukraine als Ärztin gearbeitet. In Warschau fährt sie Taxi. Die Gespräche mit den Fahrgästen helfen, auch ihr Polnisch aufzubessern. Ich muss Polnisch lernen. Das motiviert mich. Und je mehr ich Polnisch spreche, desto mehr gefällt es mir. Für ihren Job schämt sie sich nicht. Und die viel bessere finanzielle Unterstützung in Deutschland sieht sie nicht nur positiv. Ich glaube, dass diese finanzielle Unterstützung Menschen in Wirklichkeit faul macht. Sie gewöhnen sich an ein solches Leben. Solange bis ihr Abschluss als Ärztin in Polen anerkannt wird, will Irina Lisowska weiter Taxi fahren, um für sich selbst und ihre Familie zu sorgen.